Hallo Slurps und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollen gucken, dass wir mit den Zombies mal ein bisschen was machen. Den Händler wollte ich verbessern, damit ich den Kessel kaufen kann für die Hexe. Und ich wollte mal schauen nach dem Fleischsiegel bei Schlange. Auferstehungstisch, 4 Planken und Eisenstücke. Dann machen wir das doch gerade. Gut, dass ich gerade hierher gelaufen bin. Natürlich kann ich gerade fällen. Ich muss hier auch endlich mal so Apfelsetzlinge kaufen. Damit ich die hier anbauen kann. So. Planken. Danke. Und komplexe Eisenstücke. Danke. Zombiesaft habe ich einstecken, hoffe ich. Ja. Ach, dann die Karotten für den Esel, damit ich eine Leiche bekomme, die ich wahrscheinlich dann zum Zombie machen muss. Auferstehungstisch. Wo stelle ich dich denn hin? Ist hier cool? Ist es hier cool? Ich glaube, hier ist cool. Kann ich dich noch drehen? Hier, ach so. Dann stelle ich dich hier hin. Okay, ich brauche eine Leiche. Dann warte ich, bis der Esel da war. Pack mal ein paar Karotten hier rein. Okay. Kann ich da schon wieder das nächste reinmachen? Nice. Rüber mit dir. Das kann auch rüber. Bestattungsurkunde, die muss ich im Gastwirt noch verkaufen. Habe ich hier noch was Interessantes drin? Die Karotten, genau. Ich nehme einfach alle mit. Dann teleportieren wir uns zum Gasthaus. Dann benutzen. Totes Pferd. Das ist so cool mit dem Teleportieren. Was ist eigentlich hier mit meinem Gedicht geworden? Frag nach einer Geschichte. Ach, den Wein brauche ich dafür. Passierschein habe ich wieder vergessen. Das ist ziemlich kompliziert. Der Inquisitor kann einen Passierschein vergeben oder du kaufst dir einfach die Bürgerschaft. Lass mich nachdenken. Es gibt da einen Dorfbewohner, der dir helfen könnte. Frau Anmut, vielleicht kann sie dir helfen. Ah, perfekt. Akt 3 Silber. Nehme ich mit. Ah, so kurz davor. Du schon wieder. Sei selbstsicher. Ah, 5 Glauben, okay. Ach, der Glaube ist Selbstbewusstsein. Dass man an sich selbst glaubt auch. Das ist ja witzig. Handeln. Was ist, wenn ich bei ihm jetzt was kaufe? Tiefschläfer. Energieregeneration beim Schlafen ist erhöht. Das ist natürlich ganz nice. Eine Schüssel Linsen. Langsamer Stoffwechsel. Alle Buffs dauern länger. Schnelle Reflexe. Bratener Lachs. Oh, ist der super. Ich kaufe mir aber hier mal eins. Ich will aber gucken, ob mir das irgendwas bringt gleich. Sehe ich jetzt nicht. Okay. Ist mein Stein schon wieder ready? Dann habe ich noch Glauben. 5 Stück? Ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber Frau Anmut ist am Tag der Lust da. Das ist ja auch spannend. Doch, 5! Oh mein Gott, perfekt. Lauf, Slurp! Ding, so Jogging-Schuhe oder sowas, die man bekommen kann, damit es ein bisschen schneller geht. Auf dem Titelbild von dem kann man ja eigentlich reiten auf dem Esel, aber das sehe ich noch nicht. Ich sehe noch nicht, dass der erlaubt, dass man auf ihm reitet. Sei selbstsicher. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kleiner, ich bin ein angesehener Friedhofswärter.
Aber ich bin auch ein großer Fan von dir, also nenn mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel. Dieser Kontrast zwischen deinem schmutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Geschichte. Das war's jetzt, okay. Nee, Siri, noch mehr. Schön, dich zu treffen, Wärter. Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Ich habe ein paar Fragen. Frage nach einem Passierschein. Kannst du mir dabei helfen, einen Passierschein zu bekommen? Sonst noch Wünsche? Soll ich vielleicht doch noch die Nacht mit dir verbringen? Bevor du solche Fragen stellst, sollten wir uns schon besser kennenlernen. Ich weiß nicht, reden wir immer noch von dem Passierschein oder über beides? Haha, wie blöd. In Ordnung, weil du so witzig bist. Ein Freund hat mir erzählt, dass man im Tausch gegen ein paar Gefälligkeiten und einen ordentlichen Haufen Geld einen Passierschein von Schlange bekommen kann. Oder war es doch der Bischof? Habe ich wohl vergessen. Nein, es war ganz bestimmt Schlange. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach übrigens. Falsche Münzen. Wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falsche Münze in seine Visage. Und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Okay. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich muss auf jeden Fall aber noch mehr Geschichten machen. Ich will jetzt mal gucken, wo ich die Äpfel kaufen kann. Ich hole mir hier noch die Beeren. Mal kurz in die Karte schauen. Ich weiß halt echt nicht, wo es hier Beeren zu kaufen gibt. Leuchtturm. So viel noch hier alles verdeckt. Hexenland. Wald beim Fluss. Steinbruch. Wahrscheinlich am ehesten hier unten. Aber die schlafen jetzt eh alle. Und da ja einmal nach Hause teleportieren. Oh, sag mal, irgendwann habe ich die richtige Taste gefunden. Folge 4200. Slurp trifft die richtige Taste für das Menü. Immer noch dunkel, das heißt, wir könnten einfach mal ein bisschen Holz wieder sammeln. Nein, nicht den hier. Die sind schön. Ist ein Stein? Nein. Zack. Regen. Ausbuddeln. Das ging schnell. Machen wir das auch noch gerade weg. Na komm. Zack. Zack. Dann können wir nochmal nach Eisen gucken. Eisen gab es im Sumpf, aber ich will jetzt gar nicht nach Eisen schauen. Und ich will wieder ins Dorf. So, hier. Nutzen. Totes Pferd. Hallo Händler. Perfekt. Handeln. Ich brauche halt nichts hier von Traubenkerne. Ich kaufe doch einfach mal Traubenkerne. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Das ist schon sehr teuer. Und es hat mir so gut wie nichts gebracht. Wo geht's jetzt zu dem Händler, der... Ah, da muss ich wieder hier unten lang. Nee. Das ist so ein bisschen verwirrend jedes Mal, wie ich zu den einzelnen Händlern komme. Das kann ich mir auch nicht merken, weil ich einfach mega schlechte Orientierung habe. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist, liegt ganz allein an mir.
Bist du das? Nee, oder? Reden? Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. War es immer so sympathisch, diese Eltern. Hier unten. Handeln. Nein, er verkauft mir auch keine Traubenkerne, wie es. Also Apfelsetzlinge, oder? Nee. Schade. Schade, aber ich kann auch ein paar Karottensamen kaufen. Und kann gucken, ob ich hier nochmal Äpfel pflücken kann. Was ist das hier für ein Loch? Maulwurf. Nein. Schade. Wie komme ich denn aber da runter? Das sieht ja fast wie Obsidian aus. Biene? Keine Biene. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht. Ich dachte, ich kriege hier irgendwo Apfelsetzlinge. Aber ich wüsste nicht, wo sonst. Hier ist der Tierhändler. Schmied. Am ehesten hätte ich gedacht, halt hier. Oh, was ist das da? Wäre ich da? Ich guck doch nochmal schnell. Ohne Leiche, perfekt. Also schade für die Person oder beziehungsweise für die Familie der Person, aber für mich ganz gut. Reden. Ah, sieh mal, da kann ich Bienen kaufen. Okay. Das ist jetzt hier der Händler, oder was? Nee. Der ist mir gar nicht angezeigt. Da kann ich Bienen holen. Ne, hier gibt's Milch. Ah, Milch brauche ich aber auch für irgendwas. Aber ich bin jetzt eh voll beladen. Ah, das ist ja cool mit den Bienen. Das ist, das versuche ich mir zu merken. So, hier, die Taste. Dann gucke ich mal, dass ich ein bisschen was hier anpflanzen kann. Einmal rüber mit euch. Die Traubenkerne nicht, die wollte ich auch anpflanzen. Ich glaube, die kann ich dann wahrscheinlich hier oben bei dem abgebrannten Haus. Genau. Tja, Esel, wo ist jetzt meine Leiche? Nice. Bin ich ja mal gespannt. Also, es werden halt Trauben wachsen. Also, ich bin jetzt nicht so gespannt, aber ich bin gespannt, ob das dann bleibt. Weil Traubenranken muss man nicht jedes Mal neu pflanzen, im Gegensatz zu Karotten. Hier ist jetzt auch noch die Leiche. Ah, das ist jetzt direkt runtergerutscht. Cool. Und ich glaube, hier hält sie sich jetzt länger. Ah, 10 Klaube brauche ich. Okay. Hab ich nicht. Dann mache ich aus dir doch einfach ein... ich nehme das Blut weg. Nice. Und das Fleisch hole ich raus. Ah, Mist. Egal. Autopsie, Leiche nehmen. Ein Grab bauen. Das hier bitte. Habe ich noch einen Grabstein? Ja. So ein Billo-Grabstein, aber besser als gar nichts. Ja, ich bin immer noch nicht so sicher, wie das funktioniert mit diesen ganzen
Blumenbeet mache ich nochmal eins. Roten Totenköpfen in einer Reihe, wie die sich irgendwie beeinflussen, das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, aber das ist jetzt... Das kriege ich auch alles mit der Zeit noch hin, da bin ich zuversichtlich. Wir gehen einmal hier unten lang. Das sieht schon cool aus, die Kirche. Gefällt mir gut. So langsam. Du kommst noch hier rein. Ist noch was für hier unten? Ne, den Zombiesaft packe ich dann zum Auferstehungstisch. Die Geschichte kann hier hin. Okay, Gott, ich bin schon wieder so voll beladen, ey. Jedes Mal. Oh, Schlange. Dann schmeiße ich dir mal. Ich bin beschäftigt. Ich bin schneller als du. Hahaha. Größter Spaß im Kindergarten. Ich bin schneller als du. 5 Schädel, Schädel an der Wand. Qualität. Wozu brauche ich das? Das sind 5 Schädel, sind halt schon echt viel auch. Kann ich das reparieren? Nein, ich kann es aber abreißen. Nice. So, kriege ich jetzt auch eigentlich einen... Gib ihm die blutigen Nägel. Haha, hat sie dir erzählt, dass es ein Scherz war? Sie war mal so süß und naiv. Bist du ihr neuer Liebhaber oder was? Ja, wir sind verliebt. Ich habe sie gerade erst getroffen. Und schon stehst du unter ihrem Pantoffel. Typisch. Rede über das Geschäftliche. Man hat mir gesagt, dass du mir illegale Dinge besorgen kannst. Na, wenn du das gehört hast, muss das ja stimmen. Aber... Eine Hand wäscht die andere. Okay, ich brauche 30 Freundschaft. Dazu einmal voll Blut. Den kann ich machen. Dann habe ich aber immer noch nicht genug. Wo kriege ich denn die blutigen Nägel her? Ich habe eine Aufgabe für dich. Besorg mir Restaurationswerkzeug. Eine Aufgabe? Wie niedlich. Was denkst du eigentlich, wer du bist, hä? Ich habe Geld. Ich bezahle dich. Pah! Ich habe gerade keine Verwendung für dein Geld. Wenn du mir dabei hilfst, meine Lebensaufgabe zu verwirklichen, unterstütze ich dich vielleicht auch. Quid pro quo, wie die Dorfbewohner sagen. Okay, also. Blutige Nägel. Ich mache hier gerade mal blutige Nägel, brauche ich. Und Eimer voll Blut. Wo habe ich denn gesehen, dass man den herstellen kann, den Eimer voll Blut? Das war doch irgendwo... Aber die blutigen Nägel habe ich noch keine Ahnung. Die nehme ich an, finde ich im Kerker. Aber ich bin mir da auch nicht 100% sicher. War das hier? Oh, was mache ich denn jetzt? Verlangsamungslösung, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt kommst du hier rein, danke. Was kann ich aus den Motten machen? Ich probiere es mal aus. Chaoslösung. Okay. War das hier? Eimer voll Blut. Ich brauche noch 5 Blut. Also noch ein paar Leichen. Ja, ich könnte natürlich jetzt welche... Ne, ich buddel jetzt keine aus. Das kostet ja richtig viel Kohle. Eimer voll Blut. 5 Blut. Okay. Dann, das Fleisch packen wir hier rein. Wo ist denn das andere Fleisch? Ich hab doch... Ich muss da mal gucken. Warum bin ich so voll beladen? Weil ich so viel Kram mit mir rumschleppe, nehme ich an. Was mache ich denn mit diesen ganzen Holzstöckchen? Die kann ich, glaube ich, einfach in den Ofen mal packen. Für ein bisschen Brennholz. Wenn ich hier mal so 50 Stück reinmache, ist das doch super. Wieder ein bisschen Platz gewonnen. Ah, die kann zum Beispiel rüber auf den Friedhof. Dann habe ich da mehr Platz. Dann packe ich hier mal das Eisenzeugs rein. So. Dann habe ich endlich mal hier ein bisschen Platz in meinem Inventar.
Und wenn das das Wichtigste aus der ganzen Folge war, war es verdient. Was sag mal. Dann kann ich nämlich hier das abbauen. Und das Neue anbringen. Und hier oben kann ich das Kreuz wegnehmen. Und das Neue installieren. Nice. Die packe ich mal rein als Safety Measure. Cool, dann kann ich hier noch ein bisschen aufräumen. So, bitte. Die Technik ist noch nicht perfekt. Da gibt es bestimmt sinnvollere Sachen. Einen Moment. Zack. Zack. Ah, okay. Na gut. Ja, dann nehme ich nur einen mit und hole den anderen irgendwann ab. Blutige Nägel. Was habe ich noch auf meiner Liste? Fleisch haben wir geklärt. Hexe helfen. Händler verbessern. Zombies. Ja, Zombie fehlt mir halt noch ein bisschen Material. Also vor allem Glaube fehlt mir noch. So, hier. Zombies. 10. Glaube. Händler verbessern. Weiß ich noch nicht. Da hätte ich, glaube ich, viel mehr kaufen müssen. Und für den Bürger, ich guck mal gerade, was ich brauche für das Bürgersiegel, also für den... Ich glaube, das Siegel, das königliche Siegel ist nochmal unabhängig von dem, von der Bürgerlizenz. Aber ich schau gerade mal. Bürger. Oh! Ah ne. 50 Silber, Bauerlaubnis. 20 Silber. Boah, 50 Silber. Das ist schon viel. Habe ich jetzt noch irgendwas? Bestattungsurkunde kann ich gerade nochmal verkaufen gehen. Ich kann mir noch die Bienen kaufen. Ich müsste noch angeln gehen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Benutzen. Totes Pferd. Handeln. Sehr gut. Ah, es wird immer besser. Ah, ich guck da nochmal. Ich kaufe mir da nochmal das hier. Irgendwann. Jetzt bin ich greedy. Wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich gehe mir doch nochmal kurz angeln. Und dann muss ich mal lernen, wie ich diese Fischfilets zubereite. Technologien. Das kann ich nämlich noch gar nicht. Nur gebratenen Fisch. Wo kriege ich denn das Rezept her für die Fischfilets? Diego verkauft mir nur Öl. Leiche. Na gut, dann gehen wir nicht angeln. Karotten sind auch schon wieder leer. Hierfür habe ich halt gar nichts, glaube ich. Oh, ist das eine super Leiche. Trotzdem will ich das Blut haben. Oh, perfekt. Oh mein Gott. Was für eine Top-Leiche du bist. Wo setze ich dich hin, mein Freund? Wäre es hier?
Sehr gut. Noch mehr Blut bekommen. Man kann auch so in die Kiste gucken, wenn man nur auf dem, auf der Fläche steht. Na, siehst du mal. Technologien, Anatomie und Alchemie. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon rausbauen sollte. Davon brauche ich eigentlich noch nichts. Hierfür brauche ich überall noch blaue Steine, die ich gerade nicht habe. Zombie-Logistik. Das machen wir, sobald wir den ersten Zombie machen können. Was ist hier? Nichts. Bücher schreiben. Geschichte erfinden. Überall. Ne, hier brauche ich Papierherstellung. Aber dazu brauche ich wieder blaue Steine. Gärtnern. Weinlese. Überall blaue Steine. Geborener Schmied. Stahlwerkzeuge. Das brauche ich auch nochmal. Blaue Steine. Ich habe halt gerade keinen Glauben, um zu forschen für die blauen Steine. Ich könnte... das mache ich auch gerade nochmal. Ich könnte gerade noch ein paar Steinrahmen bauen. Fertigen. Hier. Zack. Nein, nicht das Wasser. Hallo? Nein, nicht das Wasser. Ach, da gar nicht. Okay, das sah wieder nach Wasser aus für mich. Sehr gut. 10. Keramikfeuerung. Was ist das hier? Wertvolle Materialien, Graphit, Golderz, Silbererz. Oh Mann, es gibt so viele coole Sachen noch. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier doch auch Kunst. Hier. Stahl. Genau, Stahl und dann Stahlwerkzeuge. Wie mache ich aber Stahl? Muss ich dafür den Amboss 2 machen? Stahlbarren. Ah ja, genau, das war hier. Stahlbarren. Dazu muss ich Graphit abbauen. Und Amboss 2. Amboss 2. Brauche ich wahrscheinlich Stahl für. Ja, 2 Stahlbarren. Also ich muss an Graphit kommen. Graphit habe ich unten. Ich schreibe das mal auf. Graphit sammeln. Das habe ich unten gesehen. Unten im Dorf. Ich meine, das war, was ich als gedachte, das ist Obsidian, das ist Graphit. Aber gut, dann haben wir doch... Ah, das ist so cool. So langsam wird das alles immer, immer, immer mehr. Oh, ich hätte das Ding essen sollen. Da habe ich schon so viele, dass ich mich schneller erhole. Na gut, vergessen. Alles klar. Folge ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Lasst doch ein Gefällt mir da, das wäre großartig. Klickt auf Abonnieren, das wäre auch ganz toll, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hier morgen wieder. Bis dann, ciao.